Der November hat uns eingeholt und damit der Nebel und die grauen Tage. Ja, vielleicht auch die Zeit der größeren Zurückgezogenheit, der Nachdenklichkeit. Aber ganz sicher eine Zeit, wo immer mal wieder das Thema Totensterben thematisiert wird. Schon unsere Feiertage spiegeln das wieder. Ich habe mir deshalb vorgenommen, auch darüber heute mal zu sprechen. Aber da das Thema so riesengroß ist, habe ich natürlich nur die Möglichkeit, ein Detail mal rauszugreifen und mit euch zu bereden. Es soll heute gehen um das Thema Todesfurcht, Angst vor dem Tod. Und ich habe dazu eine kleine Lehrrede herausgesucht, die aus der Angereihten-Sammlung stammt, für unsere Spezialisten des Viererbuch und dort die 184. Rede. Es ist überschrieben mit Todesfurcht. Einstmals begab sich Janusoni, der Brahmane, dorthin, wo der Erhabene weilte. Dort angelangt, wechselte er mit dem Erhabenen freundlichen Gruß und nach Austausch höflicher und zuvorkommender Worte setzte er sich zur Seite nieder. Erstmal so viel, dass man mal weiß, wer redet hier miteinander. Da ist zunächst mal von einem Brahmanen die Rede. Und ihr solltet in Erinnerung rufen, dass das zweierlei Bedeutung haben kann. Einmal tritt im Pali-Kanon der Brahmane oft als ein Priester auf, als ein Priester der damals vorherrschenden Religion des Brahmanismus. Aber manchmal ist einfach nur gemeint, dass jemand ein Angehöriger der Brahmanenkaste ist. Und das ist hier der Fall. Janusoni, das ist der Name eines Mannes, gehört dieser Brahmanenkaste an, ist aber ein Schüler des Buddha. Und wir begegnen ihm immer mal wieder in Lehrreden und immer mal wieder in Dialogen mit dem Erwachten, wo es um verschiedene Themen geht. Und das ist auch hier der Fall. Also der setzt sich hin und seitwärts sitzen, sprach nun Janusoni, der Brahmane, zum Erhabenen also. Das behaupte ich, Herr Gotamo, das ist meine Ansicht, keinen gibt es unter den Sterblichen, der nicht vor dem Tode in Furcht und Angst geriete. Da stecken drei Aussagen drin. Erstmals gesagt, dass die Menschen sterben müssen. Ich glaube, da kann man ein Häkchen dran machen. Dann ist er auch gesagt, dass es sowas wie Angst vor dem Tod gibt, dass es Furcht vor dem Tod gibt. Auch glaube ich, das ist ein Phänomen, wo man nicht lange reden muss. Okay, Haken dran, das gibt es. Aber die eigentliche Behauptung des Brahmanen ist, und da müsst ihr genau hinhören, er sagt, ich behaupte, dass es keinen gibt, der nicht Angst hätte vor dem Tod. Also alle haben Angst zu sterben. Das ist die Behauptung. So, und er lehnt das zurück und wartet, was sagt nur der Buddha dazu. Nur gibt er auch, wie zu erwarten, eine Antwort, die besteht zunächst in zwei schlichten Sätzen. Es gibt Brahmane Sterbliche, die vor dem Tode in Furcht und Angst geraten. Und es gibt Brahmane Sterbliche, die vor dem Tode nicht in Furcht und Angst geraten. Punkt. Wenn ihr beides mal miteinander vergleicht, merkt ihr schon einen wesentlichen Unterschied. Der Brahmane sagt, das behaupte ich, das ist meine Ansicht. Das ist die Situation von normalen Menschen. Wir glauben an irgendwas, wir halten was für richtig. Aber der Buddha antwortet jetzt nicht darauf, und ich glaube was anderes, ich habe eine andere Meinung, sondern er sagt, es gibt und es gibt nicht. Und da sehen wir an diesem Punkt schon die Qualität eines Buddha, der ja von sich aus behauptet, nur über die Dinge zu reden, die Wahrheit sind, über Dinge zu reden, die er selbst in tiefer Erkenntnis durchschaut hat. Das hören wir immer wieder, dass der Erwachte sagt, also ich rede nicht nach, was die Tradition sagt, was ich irgendwo in der Schule gelernt habe, was ich aufgeschnappt habe, was ich mir vielleicht als philosophischer Denker ausgegrübelt, nachgedacht, ausgedacht habe, sondern ich sage das, was ist, weil ich es so gesehen habe. Und das ist auch bei dieser Frage der Fall. Es gibt Menschen, die haben Angst vor dem Tod und es gibt Menschen, die haben keine Angst. So, und dann ist immer die Situation, da guckt der Buddha so sozusagen gleich in den Raum hinein und sagt, ist da jetzt Interesse, soll ich mehr sagen?
Und wenn er das Gefühl hat, okay, ja, da ist noch Klärungsbedarf, da ist noch Interesse am Thema, dann holt er tief Luft und fängt dann an, das im Einzelnen zu erklären, warum das so ist. Und das Stichwort warum will ich auch gleich nochmal näher betrachten. Der Buddha begibt immer sich, der Buddha sucht immer Begründungen zu geben für das, was er behauptet oder für das, was existiert. Also er sagt, nicht nur die Dinge existieren, seid zufrieden damit, ja, sondern er weist immer darauf hin, dass alle Phänomene, alle Dinge, die existieren, dass die einen Grund haben, dass die eine Ursache haben. Sie sind bedingt. Ohne Bedingung gäbe es das nicht. Und das ist nicht einfach nur so eine philosophische Bemerkung. Ja. Die Bedingtheit aller Phänomene hat ja einen Riesenvorteil. Man kann die Bedingungen ändern und man kann die Bedingungen so ändern, dass man in eine bessere Situation kommt. Also bezogen auf unsere Frage, es gibt Menschen, die haben Angst vorm Tod. Wäre das nicht ein bedingtes Phänomen, dann müsste man sagen, okay, angeboren, Pech, Schicksal, vom Himmel herabgeschwebt irgendwie, mitgebracht, muss ich akzeptieren. Aber wenn man erkennt und weiß, dass auch die Todesfurcht, die Angst vor dem Sterben ein bedingtes Phänomen ist, wie alle unsere geistigen Qualitäten und Eigenschaften, dann ist da schon die Tür halb offen. Wenn man die Bedingungen ändert, kann man mit dieser Situation auch ganz anders umgehen. Das ist der Kontext, in dem unsere Lehre heute stattfindet. So, die Behauptung des Buddha, um das nochmal zu erinnern. Nein, Behauptung ist falsch. Die Feststellung des Buddha war, es gibt Menschen, die fürchten sich vor dem Tod und es gibt andere, die tun es nicht. Jetzt müssten wir wissen, was sind das für Leute, die Angst haben, um damit anzufangen. Nummer 1 sagt gleich schon, es werden 4 Beispiele genannt für die eine Gruppe und 4 Beispiele für die andere Gruppe. Da ist eine Brahmane bei den Sinnesfreuden nicht frei von Gier und Willensdrang, nicht frei von Zuneigung und Durst, nicht frei von fieberhaftem Verlangen und Begehren. Der wird nun von einer heftigen Krankheit befallen. Von heftiger Krankheit befallen wird ihm also zumute. Ach, die geliebten Sinnesfreuden werden mir schwinden. Ach, verlieren soll ich die geliebten Sinnesfreuden. Und er jammert und stöhnt und klagt, schlägt sich weinend an die Brust, gerät in Verzweiflung. Ein solcher sterblicher Brahmane gerät vor dem Tode in Furcht und Angst. So, und meine Behauptung ist, dass das unsere Lebenssituation ist. Warum? Wir alle leben ja in einer Welt der Buntheit, der Vielfalt, in einer Welt der tausend Dinge und wir suchen in dieser Welt unser Wohl. Wir alle haben unsere Lieblingsobjekte, die wir gerne haben, die wir benutzen, um uns angenehm zu fühlen. Soweit das funktioniert, ist das ja alles in Ordnung, nur es funktioniert nicht immer und ein entscheidender Wendepunkt in jedem Leben ist, wenn man so krank wird oder aus anderen Gründen den Tod vor Augen hat, dann merkt man es, in welcher Situation man ist. Und da heißt es hier, der gerät in Furcht und Angst, ja, klagt, jammert, weint. Warum? Ja, weil mit dem Sterben die Objekte der Befriedigung auf einmal weg sind. Es klingt einfach, aber es ist ja total, was da passiert. Gucken wir unser Leben an. Es ist sicher so, dass wir immer mal Verluste haben. Also was uns am Herzen liegt, geht kaputt, irgendwas wird alt, fällt hin, funktioniert nicht mehr, zwischenmenschliche Beziehungen lösen sich auf, werden schwächer oder geraten irgendwo ins Abseits. Also so punktuell erleben wir das in unserem Dasein permanent, dass irgendwas von den geliebten Objekten uns entschwindet. Nur was bedeutet denn Tod? Tod bedeutet ja so etwas wie Totalverlust, nicht? Alles hört ja auf einmal auf, mir zur Verfügung zu stehen. Alles fällt weg. Es ist die Enteignung schlechthin. Weil nichts übrig bleibt, was für mich sozusagen als Befriedigung dienen könnte. Und damit wird auch deutlich, was Stärke von Angst vor dem Ende angeht.
wenn ich nur so ein blitzeskleines bisschen an dieser äußeren Welt hänge und die Vorstellung habe, morgen wird es irgendwie düster, dunkel, der Vorhang fällt, das entschwindet. Also wenn nur so ein bisschen Hang ist, sage ich so, oh, schade drum. Ja, aber was soll's, muss halt sein. Aber wenn in mir diese Kräfte, die der Buddha hier nennt, Durst, Verlangen, Gier, Willensdrang, Zuneigung, das sind ja alles psychologische Beschreibungen für unsere Beziehung zu den Dingen. Wenn diese Beziehungen sehr stark sind, wenn sie sehr vielfältig sind, wenn sie sich auf viele Dinge beziehen und wenn die einfach sehr intensiv sind, unser Verlangen, kann man sich vorstellen, wenn da jetzt einer kommt im weißen Kittel und man geht gesund rein in so eine ärztliche Untersuchung und geht mit einem Ergebnis raus, das einem dann irgendwie blass macht, dann kann man sich vorstellen, warum in dieser Situation so etwas wie Todesangst auftauchen muss. Keiner will es ja, aber es muss auftauchen, weil eben diese Diskrepanz in uns da ist. Der innere Bezug auf die Welt und die Aussicht, dass dieser Bezug endet, dass dieses Kapitel völlig zu Ende sein wird. Zweiter Punkt. Ferner noch, Brahmane, da ist einer beim Körper nicht frei von Gier und Willensdrang, nicht frei von Zuneigung und Durst, nicht frei von fieberhaftem Verlangen und Begehren, der wird nun von einer heftigen Krankheit befallen. Von heftiger Krankheit befallen wird ihm also zumute. Ach, der geliebte Körper wird mir schwinden. Ach, verlieren soll ich diesen Körper. Und er jammert und stöhnt und klagt, schlägt sich weinend an die Brust, gerät in Verzweiflung. Auch ein solcher sterblicher Brahmane gerät vor dem Tode in Furcht und Angst. Hört sich fast so an wie das vorherige auch. Ist auch ähnlich, aber es ist trotzdem etwas anderes, weil der Fokus der Aufmerksamkeit jetzt nicht mehr da draußen in der Welt ist, ja, bei den Objekten unserer Umwelt, sondern bei uns selbst. Und auch da sage ich, ist unsere Lebenssituation beschrieben, denn wir alle haben mehr oder weniger einen engen Bezug zu unserem Körper. Entweder wir sagen, wenn wir schon buddhistisch weit fortgeschritten sind, ja, sagen wir, mein Körper, ich habe den noch, ja, ich bin eigentlich was ganz anderes, aber ich habe ihn noch, ist mein Körper, und weh, da passiert was. Und wenn wir nicht so ganz fortgeschritten sind, sagen wir noch ich dazu. Ja? Das bin ich. Sondern auch da lässt sich leicht erklären und leicht sich ausmalen, was denn passiert, wenn auf einmal dieses Phänomen, zu dem wir meinen oder ich sagen, in Bedrohung gerät. Und auch da Alltagssituation, also wir gucken in den Spiegel und das erste graue Haar taucht auf. Nehmen wir nur das Beispiel, oder die erste Falte, Runzel oder irgendwas, ein Flecken, der da nicht hingehört, wohin soll. Was das manchmal schon für Panik auslöst. Ja, um Himmels Willen, jetzt ist es um mich geschehen sozusagen. Oder wir müssen uns eine Operation unterziehen. Also 0,7% unseres Körpers werden in Form eines Blinddarms entfernt oder was ich, ein Finger wird operiert. Irgendwas, wo wir Teil unseres Körpers verlieren. Eben war es noch hier und jetzt ist es sozusagen entsorgt, ist weg, was das bedeutet. Ach, ein Teil von mir, ach, ein Teil von meinem Ich ist in Gefahr oder weg. So, was bedeutet Tod? Das ist eine Totaloperation, wirklich eine Totaloperation. Da ist eine Amputation, wo nichts mehr übrig bleibt. Ja. Weil dann definitiv klar ist, wo wir jetzt so eng verbunden waren, wo wir ich und mein sagten, das geht den Gang der Natur. Und da wird auch deutlich, wenn Identifikation mit diesem Körper ist, wenn ich sage ich und mein, muss der Verlust dieses Körpers oder die Drohung, das passiert. Wir reden ja von der Zukunftsaussicht, der Tod wird irgendwann eintreten. Dann muss diese Aussicht, ach, es geht mit mir zu Ende, zu Angst führen. Aus dem einen Grunde, ich wiederhole den nochmal, weil wir uns damit identifizieren, weil wir ich und mein sagen.
aber aus dem anderen Grunde, der mit dem ersten Teil, den ich vorgetragen habe, eng zusammenhängt. Denn unser Körper ist ja auch das Instrument, mit dem wir in Kontakt mit unserer Umwelt treten. Was immer wir sinnlich genießen, was immer wir an dieser Welt haben, schätzen und mögen und davon an Honig saugen, das geschieht ja mittels dieses Körpers. Und dann haben wir diese doppelte Aussicht. Tod bedeutet diese doppelte Negation. Ich und mein geht in den Orkus. Und das wichtige Instrument der Glückssuche, der Freude, der Aussicht auf das, was da mir das Leben angenehm und schön macht, ist dahin. Oder es droht, dass dieses Instrument meines Daseins und meines Glücks mir nicht mehr zur Verfügung steht. Ist es logisch, dass in dieser Konstellation Furcht auftauchen muss, um Himmels Willen möge das ja nicht eintreten. Und auch hier gilt, je stärker die Identifikation ist, je stärker mit diesem Körper wir verflochten sind, umso stärker muss diese Angst sein, die dann auftaucht, wenn wir merken, es geht in eine Richtung, die uns nicht gefällt. Dritter Punkt. Da geht noch mal in eine ganz andere Richtung jetzt. Ferner noch Brahmane. Da hat einer das Tun von edlen Heilsamen, die Furcht der Wesen bannenden Werken versäumt. Und er hat Schlechtes getan, hat rohe und gemeine Taten begangen. Der wird nun von einer heftigen Krankheit befallen. Von heftiger Krankheit befallen wird ihm da also zumute. Ach, versäumt habe ich das Tun von edlen Heilsamen, die Furcht der Wesen bannenden Taten. Und ich habe Schlechtes getan, rohe und gemeine Taten. Welche Daseinswerte jenen beschieden ist, die das Tun von edlen, heilsamen und die Furcht der Wesen bannenden Werken versäumten und Schlechtes taten, rohe und gemeine Taten, eben solche Daseinswerte werde ich nach dem Tode gehen. Und er jammert und stöhnt und klagt, schlägt sich weinend an die Brust, gerät in Verzweiflung. Und ein solcher sterblicher Brahmane gerät vor dem Tode in Furcht und Angst. So, was unterscheidet dieses dritte Beispiel von den Vorangegangenen? Die beiden Vorangegangenen sind davon ausgegangen, da geht etwas kaputt, da wird etwas vernichtet. Entweder die Welt wird vernichtet für mich, oder mein Körper wird vernichtet. Und diese Haltung sagt hier, es wird nichts vernichtet, es geht etwas weiter. Also je nachdem, man kann Angst haben dafür, dass alles zu Ende ist. Man kann aber auch Angst haben davor, dass nicht alles zu Ende ist. Und warum? Weil da jemand sagt, ganz kurz zusammengefasst, Menschenskind, ich war doch ein Scheusal, ich habe nur Dummes, Schlechtes, Übles getan in meinem Leben. Und jetzt dämmert es einem, dass das Folgen hat. Und das kann man ja psychologisch beurteilen oder psychologisch nachvollziehen, dass selbst Menschen, die keine Ahnung davon haben, ob es nach dem Tode irgendwie weitergeht oder nicht, Menschen, die nicht daran glauben, dass es so etwas wie Karma gibt, trotzdem am Ende ihres Lebens in eine sehr, sehr krisenhafte, brisante Situation kommen, weil sie auf einmal mit sich selbst konfrontiert sind. Ja? Sie haben nicht mehr wie früher die Ablenkung durch die Welt, das nach außen hingucken, sondern sie sind im Sterbemoment oder im Sterbeprozess auf sich selbst zurückgeworfen. Sie sind nur allein mit sich selbst. Und da ist es eine Tatsache, wie er sozusagen ein übler Mensch, ich sage das mal platt in Anführungsstrichen, der ist nicht nur in seinem äußeren Handeln so gestrickt, sondern der ist auch innerlich so. Er ist innerlich dunkel, öde, ja, verzweifelt, arm, leer, er ist tot, da ist nichts, Schatz. Sondern da ist nur Druck, Gewissensunruhe, Zweifel, Angst und Sorge, psychologisch beachtet. Und der Buddha geht darüber hinaus und sagt, das, was sich da im Sterbemoment oder im Sterbeprozess in einem andeutet,
an psychischer Qualität, an seelischer Haltung, an inneren Zustand, das ist nur der Vorbote für das, was ich nachtodlich sozusagen im äußeren Erleben zeige. Wir wissen ja, dass der Buddha nicht davon ausgeht, dass mit dem Tod alles zu Ende ist, sondern dass mit dem Tode eine große Wende eintritt. Eine Transzendierung in eine andere Form des Erlebens. Und wie diese andere Form des Erlebens aussieht, hängt davon ab, was wir in diesem Leben und in vorangegangenen Leben sozusagen in die Gänge gesetzt haben. Wenn wir da nach außen die Welt Übles geschickt haben, im Denken, Reden und Handeln, ist das der Grund, dass wir nachtodlich in unserem Erleben diese negativen Dinge auch wieder in Bildern vor uns haben? Die tauchen da wieder auf, die müssen wieder auftauchen. Und wenn wir in diesem Leben und in vorangegangenen Leben uns innerlich, sagen wir, verdüstert, verdunkelt haben, dann ist das die Urquelle für unsere negativen Handlungen und für die negativen Erfahrungen, die daraus entstehen. Und das ahnen Menschen, die in dieser Situation sind, weil, ich wiederhole es nochmal, die Sterbesekunde oder der Sterbeprozess eine Zeit der Wahrheit ist. Da kann man sich nicht mehr von sich selbst retten. Man kann nicht vor sich selbst davonlaufen. Da guckt man sich selbst im Spiegel an. Da gibt es keine Möglichkeit, dem zu entfliehen. Und das ist der dritte Grund, warum jemand Angst vorm Tod hat, weil er dann nämlich unmittelbar spürt, ob religiös oder nicht, ob ausgebildet oder nicht, ob Buddhist oder nicht, er oder sie spürt in diesem Moment, was bin ich wirklich wert, was war mein Leben wert und was ist die Konsequenz daraus. Das Stichwort Karma. Karma heißt Tun, Karma heißt das Ergebnis von Tun und die Qualität von Tun und von Erleben ist etwas, was ganz eng miteinander zusammenhängt. Das entspricht sich. Wenn mein karmisches Wirken ein Leben lang negativ war, müssen die Ergebnisse auch negativ sein oder gemischt, je nachdem. Und da wird noch gesagt, das ist aber eine Frage vielleicht, die wir nachher besprechen können, welche Daseinsfährte jemandem sozusagen zusteht oder mir zusteht, diese Daseinsfährte werde ich gehen. Das ist der Hinweis darauf, dass menschliches Erleben ja nur eine Form von Erleben ist, dass es andere auch noch gibt. Das Tierische kennen wir aus diesem Umfeld schon, aber es gibt auch das Erfahrensumfeld, das Erlebensbild der Petas, des sogenannten Hungergeister der armen Seelen, der sogenannten übermenschlichen Wesen, der Devata der Himmelswesen und auch der Wesen der Daseinsabgründe. Und das ist, was in diesem Moment des Hinblicks auf den Tod auftaucht, sozusagen das Gefühl, Mensch, wo komme ich hin, wo tauche ich nach meinem Tod auf? Hier gibt es einen schönen Merkvers oder Merksatz im Suttanipata, wo dann jemand sagt, oh, was wird aus uns nach jenen Tagen? Ja? Also wenn das Leben rum ist, wenn die Show sozusagen vorbei ist, und man jetzt davor ist, Bilanz zu ziehen und dann guckt man zurück erstmal, da war nichts Gescheites und dann guckt man vor und denkt, oh, was wird aus uns nach jenen Tagen? Das ist damit gemeint. Und dass da Angst und Furcht auftaucht, ist etwas, was sich zwingend ergibt. Du kannst nicht sagen, okay, was soll das? Ich bin ein erwachsener, rationaler Mensch. Ich glaube nicht an Karma, ich glaube nicht an Fortexistenz, es ist doch alles Kokolores. Das spielt in einer solchen Situation keine Rolle, weil die eigene Psyche dir vor Augen hält, was jetzt aktuelle Situation ist und was künftig auf dich zukommt. Vierter Punkt ist der letzte in dieser Reihe. Ferner noch Brahmane, da ist ein Zweifler, ein schwankender Mensch, nicht zur Klarheit gekommen in der guten Lehre. Der wird nun von einer heftigen Krankheit befallen. Von heftiger Krankheit befallen wird ihm also zumute. Ach, ein Zweifler bin ich, ein schwankender Mensch, nicht zur Klarheit gekommen in der guten Lehre.
Und er jammert und stöhnt und klagt, schlägt sich weinend an die Brust, gerät in Verzweiflung. Auch ein solcher sterblicher Brahmane gerät vor dem Tode in Furcht und Angst. Der entscheidende Satz ist, oder der entscheidende Teil ist, da ist jemand nicht zur Klarheit gekommen in der guten Lehre. Saddhamma heißt es da in Pali. Und damit sind die Lehren des Buddha gemeint. Und da haben wir, wenn ihr so wollt, einen Spezialfall. Da ist jemand schon buddhistisch orientiert, da hat jemand so sein spirituelles Gefühl schon entwickelt, hat vielleicht das eine oder andere schon gehört und gelernt, aber sagt sich an seinem Lebensende, ja, so richtig begriffen habe ich es ja doch noch nicht. Ja? Das sind so viele einzelne Teile, die ich irgendwie gut finde, die ich eingesehen habe, wo ich auch so ein bisschen praktiziert habe, wo es vielleicht auch ein bisschen voranging. Aber das Ganze habe ich nicht gepackt. Ja? Und warum? Das kennen wir ja auch, diese Haltung. Nee, am Wochenende. Am Wochenende. Da werde ich ja eh meditieren und dann werde ich auch das Buch zu Ende lesen und die Kassette nochmal hören und zu dem Vortrag gehen. Ach nee, am Wochenende geht ja nicht. Ja? Da habe ich ja schon was vor, da habe ich ja Besuch. Am nächsten Wochenende, da ist ja noch Zeit. Und ihr wisst, wie diese Wochenenden sich schieben, bis das rum ist und das vorbei ist und bis man wieder gesund ist und bis man sich im neuen Job auskennt und bis die neue Wohnung endlich eingerichtet ist und der neue Partner, und dem muss man sich ja auch erstmal eine Weile intensiver kümmern, ja. Wenn man den ein bisschen sozusagen auf Spur gebracht hat, dann, oder halt, wenn man in Rente ist, dann, und ja, und dann ist die Situation, die ich eben beschrieben habe. Da guckt man nur noch zurück, ja, und dann kommt das berühmte Wort, ach, hätte ich doch, ja, hätte ich doch. Und das ist stille Mahnung, ihr merkt, der Buddha trägt da jetzt nicht wild auf, ja, der sagt nicht, hier, guckt, das ist der Zeigefinger, guckt ihn genau an und ich schüttle den und nächste Woche höre ich euch ab und frage nach. Er sagt nur, guckt, diese Situation gibt's. Da wird einer plötzlich krank, das heißt plötzlich, ja, wir denken, krank werden immer nur die anderen. Bisher waren es immer nur die anderen so ungefähr, ja, ich doch nicht, ich lebe ja noch, ja. Nee, plötzlich oder wann auch immer sind wir in irgendeiner Weise dran, mehr oder weniger stark. Und dann ist gefragt, wie bist du mit deiner menschlichen Geburt umgegangen? Hast du sie genutzt, um die tausend Dinge der Welt, von denen wir vorhin sprachen, einfach dir anzueignen? Hast du dein Leben genutzt, um ein schöner Kerl zu sein, um nett auszusehen, um deinen Körper sozusagen zu huldigen? Oder hast du dein Leben genutzt, in der Wahrheit sozusagen Fuß zu fassen? Zu erkennen, um was es wirklich geht, zu verstehen, was der Saddhamma lehrt, was der Buddha und was in diesen Wahrheiten des Buddha drin ist. Und das ist die stille Mahnung. Da, wo Zweifel sind, und jeder hat Zweifel, man kann nicht alles wissen, alles geklärt haben, aber wo Zweifel sind, Fragen sind, Unsicherheiten sind, das eben nicht bis auf den Sankt-Nimmerleins-Tag immer zu verschieben, sondern den Dingen nachzugehen, so wie tausend anderen Dingen auch nachgehen, dass wir in unserem Leben die Zeit nutzen, uns um die Dinge zu kümmern, die wirklich entscheidend sind. Klarheit in unseren Geist zu kriegen. Denn wo keine Klarheit ist, wird auch die äußere Welt nie wirklich in Ordnung kommen. Das ist Yoniso Manasikara. Mit dem Geist umgehen und so umgehen, dass man nicht an der Oberfläche der Phänomene bleibt, sondern hinter die Kulissen guckt, in die Tiefe sozusagen der Existenz hineinschaut und sich die Zusammenhänge klar macht, die es wirklich wert sind, dass man sich mit ihnen beschäftigt. So, das waren die ersten vier. Ich habe jetzt nicht groß nachgedacht, ob es noch andere gibt. Es gibt sicher noch andere Möglichkeiten, dass man vor dem Tod Angst haben kann. Der Buddha macht manchmal so Aufzählungen, die sind komplett. Also die vier Wahrheiten, die sind komplett. Da gibt es nie fünf. Aber manchmal gibt es Aufzählungen, wo exemplarisch einfach nur 1, 2, 3, 4 oder 1, 2, 3, 4, 5 gesagt wird. Und es gibt andere noch dazu. Und hier habe ich den Eindruck, man könnte sich andere auch noch ausdenken und finden, aber das sind die hauptsächlichen. Und das sind die vier. Wenn diese Bedingungen da sind, muss gleichsam dieses Phänomen auftauchen, dass wir Angst vor dem Tod nehmen.
Aber der Buddha wäre nicht der Buddha, würde er nicht gleichzeitig auch immer eine Alternative nennen. Und das sind wir jetzt. Wir wissen eigentlich praktisch schon, wie der zweite Teil der Lehrrede aussieht. Den kann ich deshalb ein bisschen kürzer machen und nur noch ein paar wichtige Hinweise geben. So, Zusammenfassung. Diese vier sterblichen Brahmane geraten vor dem Tode in Furcht und Angst. Welcher Sterbliche aber Brahmane gerät vor dem Tode nicht in Furcht und Angst? Da ist einer, der bei den Sinnesfreuden frei von Gier und Willensdrang, frei von Zuneigung und Durst, frei von fieberhaftem Verlangen und Begehren ist. Der wird nun von einer heftigen Krankheit befallen. Von heftiger Krankheit befallen wird ihm also zumute. Ach, nein, es wird ihm nicht so zumute. Logisch, es wird ihm nicht so zumute. Ach, die geliebten Sinnesfreuden werden mir schwinden. Ach, verlieren soll ich die geliebten Sinnesfreuden. Und er jammert nicht, stöhnt nicht, klagt nicht, schlägt sich nicht weinend an die Brust, gerät nicht in Verzweiflung. Ein solcher sterblicher Brahmane gerät vor dem Tode nicht in Furcht und Angst. So, das ist erstmal beruhigend. Dass es eine innere Haltung, eine innere geistig-seelische Situation gibt, wo man sagt, okay, ist in Ordnung, wann ist es soweit? Ja, bin bereit. Aber die Frage, die da sicher auftaucht, da hat einer kein Verlangen nach den Dingen der Welt, hat keinen Durst, sozusagen kein Begehren, keine Wünsche. Was sind das für einer? Ja? Der ist doch jetzt schon tot, könnte man sagen. Ja, der ist doch jetzt schon so eine Art Rhabarber, der irgendwo rumsteht und nicht ein inneres Leben hat. Wenn der doch stirbt, was ist da groß verloren? Ja, der hat ja jetzt schon, nichts mehr davon. Und das ist der entscheidende Punkt, den wir nie aus dem Auge verlieren. Der Buddha lehrt ja immer mehr Wohl. Ja, er sagt ja nicht, und ihr sollt zu dem Leiden, das es in dieser Welt gibt, noch ein bisschen was dazu haben. Und von dem bisschen Wohl, das ihr in diesem Leben habt, nehme ich euch noch mehr weg. Es wäre ja völliger Unsinn, es wäre ja Schwachsinn. Genau das Gegenteil ist der Fall. Und das heißt hier, wenn jemand kein Begehren nach den sinnlichen Dingen hat, dann nicht, weil er hohl ist und leer ist, sondern weil er etwas Besseres hat. Ja? Der würde sich sagen, hier in mir, in diesen Qualitäten, die mein eigener Geist zeigt, in meinen eigenen Herzensqualitäten, da ist mehr an Glück und Wohl und Zufriedenheit, als da jemals da draußen für mich in der Welt zu finden ist. Und dann macht es auch Sinn. Dann sagt er nur, okay, wenn die Welt jetzt untergeht, dann ist das so wie beim Fernsehen, ist ein schlechter Film und der ist zu Ende jetzt. Kein Mensch klagt darüber, wenn ein schlechter Film zu Ende geht. Nur wenn ein Film spannend ist und auf einmal tut es einen Schlag oder es gibt einen Stromausfall, dann gibt es Ärger. Man sagt, jetzt hänge ich an diesem Film, ich will wissen, wer der Mörder ist und jetzt ist das zu Ende. Dann wird es ärgerlich. Aber wenn der Film langweilig ist und öde ist, dann macht man vielleicht eher noch selbst aus. Also es ist kein Mangel, wenn da draußen etwas verloren geht, wo ich gar keinen Bezug mehr habe. Wo ich sage, stört mich, lenkt mich ab von dem inneren Wohl, das ich habe. Und so sehen wir auch, dass es genauso bedingt ist, keine Furcht vor dem Tod zu haben. Wenn man von der Welt nichts erwartet, kann man auch von dem Untergang der Welt nichts zu befürchten haben. Das geht gar nicht. Ja. Nur wenn Bezüge zu etwas da sind und diese Bezüge sozusagen verletzt werden oder nicht mehr bedient werden, dann treten negative Gefühle auf. Aber wenn diese Bezüge nicht mehr da sind, dann kann doch da draußen passieren, was will. Das kriege ich dann überhaupt nicht mehr mit. Also Merkposten. Die Welt kann untergehen, wenn es etwas Besseres an deren Stelle gibt. Oder, sagen wir mal vorsichtig, die schlechte Welt kann doch untergehen, wenn eine bessere für die auftaucht.
Und dasselbe gilt analog, deshalb brauche ich das auch nicht nochmal groß vorzulesen, dasselbe gilt analog auch für den eigenen Körper. Wenn ich mich stark mit ihm identifiziere und er wird runzlig und unansehnlich und immer schwerer und immer seltsamer und immer unbeweglicher, vielleicht habt ihr das schon mal gelesen, dass sowas auftaucht, wenn da starke Identifikation ist, muss in gleichem Maße Schmerz auftaucht, geht gar nicht anders. Aber wenn ich denke, naja, das Instrument hat mich lange begleitet, ein Wunder überhaupt, muss man ehrlich sagen. Es ist ein Wunder, dass dieser Körper, der so komplex ist, so gefährdet ist, so kompliziert ist, dass der uns überhaupt so lange begleitet hat und doch einigermaßen für die meisten von uns gute Dienste geleistet hat. Wenn man das so sieht, sagt, okay, es war schön mit dir so ungefähr, aber es ist jetzt die Zeit, lass uns Abschied nehmen, auch die besten Freunde müssen irgendwann Abschied nehmen. Also wenn die innere Distanzierung von dem eigenen Körper da ist, wenn nicht das Ergreifen ist, nicht das Meinsagen ist, nicht das Ich-Sagen ist, kann es gar kein Problem sein, wenn dieser Körper sich auf einmal verabschiedet. Das heißt, wenn das so ist, wie eben beschrieben, kann Todesfurcht nicht auftauchen. Das geht nicht, weil es eine Gesetzmäßigkeit ist, wo die Bedingungen dafür nicht vorhanden sind, kann das Phänomen auch nicht auftauchen. Dritter Punkt. Ferner noch, Brahmane, da hat einer nichts Schlechtes getan, hat keine rohen und gemeinen Taten begangen, sondern er hat edle, heilsame Werke vollbracht, die die Furcht der Wesen bannen. Der wird nun von einer heftigen Krankheit befallen und von dieser Krankheit befallen wird ihm da also zumute. Nichts Schlechtes habe ich getan, habe keine rohen und gemeinen Taten begangen, sondern edle, heilsame Werke habe ich vollbracht, die die Furcht der Wesen bannen. Welche Daseinsfährte jenen beschieden ist, die nichts Schlechtes tun, keine rohen und gemeinen Taten begehen, die vielmehr edle, heilsame Werke vollbringen, welche die Furcht der Wesen bannen, eben solche Daseinsfährte werde ich nach dem Tode gehen. Und er jammert nicht, stöhnt nicht, klagt nicht, schlägt sich nicht weinend an die Brust, gerät nicht in Verzweiflung. Noch ein solcher sterblicher Brahmane gerät vor dem Tode nicht in Furcht und Angst. Das ist die Kehrseite von dem, was wir vorhin gehört haben. Da hat einer sich nichts vorzuwerfen. Ich sage das mal ganz platt und banal. Da zieht einer Lebensbilanz und sagt, ich habe niemand was Negatives getan. War nichts, nichts Gravierendes. So, und das hat Folgen. Nicht nur, dass der Geist jetzt vermeldet, dass das Informationssystem sagt, ja, nie falsch geparkt, ja, oder Schlimmeres, nie jemand wirklich wehgetan, nie einen Menschen verletzt. Das sagt die Erinnerung. Aber es gibt etwas ganz anderes, das das in uns bestätigt, das ist die innere Ruhe, die dadurch entsteht. Man spricht ja von dem Gewissen, dem guten Gewissen als sanftes Ruhekissen. Das ist die Psychologie, die dahinter steht. Wer ein schlechtes Gewissen hat und ein Gewissen ist das bessere Wissen von dem, was man getan hat, das, was man nicht beiseite drücken kann, das, was man nicht verdrängen kann. Nicht? Wer ein schlechtes Gewissen hat, der hat in sich ein Kissen mit, weiß ich, Steinen drin. Der kann von daher nicht innere Ruhe finden, der kann nicht zur Ruhe kommen, weil dieses Dunkle, dieses Negative in ihm präsent ist. Und umgekehrt, es ist der Fall, der hier beschrieben ist. Wenn jemand sagt, mein Leben war in Ordnung, ich habe mir nichts vorzuwerfen, dann kann auch diese negative innere Haltung nicht entstehen. Anders ausgedrückt, es entsteht innere Helligkeit. Wenn der Buddha darüber spricht, welche Früchte, welche inneren Früchte das Einhalten der ethischen Regeln hat, beispielsweise, dann sagt er immer, es entsteht dadurch ein inneres Glück der Vorwurfsfreiheit.
Und ich behaupte, das ist etwas, was wir nicht wirklich tief genug zur Kenntnis nehmen, dass das eine tiefe Quelle von innerem Frieden ist, wenn man mit sich im Reinen ist, wenn man weiß und spürt, mein Leben ist auf gerade Bahn verlaufen. Und dieselbe Situation ist auch in der Sterbestunde oder in der Zeit davor. Da meldet sich nicht irgendwas, was man an nicht aufgearbeiteten Problemen noch hat. Ja? An Verletzungen, die von einem ausgegangen sind, die man sozusagen nicht korrigiert hat, wo man nicht Entschuldigung gesagt hat, wo die offenen Rechnungen sind, ja, wo die Baustellen sind, die noch nicht beendet sind. Die melden sich alle in dieser Situation, wie gesagt, weil das die Zeit ist, wo man mit sich selbst und seinem Inneren konfrontiert ist. Und deshalb ist es eine gute Versicherung, ja, hinsichtlich der Zeit, die für uns einmal kommen wird, in 5 Minuten oder in 15, 20, 30 Jahren. Sein Leben so zu gestalten oder wenigstens sich zu üben, das Leben so zu gestalten, dass dann nicht irgendwann die innere Rechnung präsentiert wird. Ferner noch, und das ist der letzte Punkt, da ist einer kein Zweifler, kein schwankender Mensch, er ist zur Klarheit gekommen in der guten Lehre. Der wird nun von einer heftigen Krankheit befallen und. Ich will das nicht nochmal wiederholen, weil das immer derselbe Rhythmus ist. Ja? Lebenssituation ist so, Krankheit als die Krise, als die Herausforderung und was entsteht innerlich und äußerlich in dieser Situation. Und hier wird beschrieben, dass jemand geistige Klarheit hat, das heißt Orientierung hat, wo geht's mit mir hin. Das bedeutet ja nun nicht, dass alle Probleme im Leben schon gelöst wären. Das ist damit nicht gemeint. Es kann sicher noch vieles sein, was da offen ist, was wir noch klären müssen, was wir sozusagen noch an Problemen abarbeiten müssen. Aber was hier geleistet ist, man hat die seltene und wertvolle menschliche Geburt dazu benutzt, ja, in seinem Geiste Klarheit zu schaffen. Zu wissen, wo komme ich her, wo will ich hin, was hat das Leben für einen Sinn, was muss ich tun, aus dem Dunkeln herauszukommen und in das Helle hineinzukommen. Letzter Punkt, dann können wir zur Aussprache kommen. Diese 4 sterblichen Brahmane geraten vor dem Tode nicht in Furcht und Angst. Warum nicht? Weil die Bedingungen für diese Angst nicht gegeben sind. Sind die 4 Bedingungen weg, sich mit der Welt zu identifizieren, sich mit dem Körper zu identifizieren, unheilsam gewirkt zu haben und seinen Geist dumpf und unwissend gelassen zu haben. Wo die Bedingungen weg sind, kann keine Angst vor dem Tode kommen. Warum? Weil das, was danach kommt, der Buddha sagt ja, es kommt etwas danach, unter diesen Bedingungen besser ist als das, was vorher war. Ja? Man hat Angst, wenn man etwas verliert und glaubt, es wird schlechter als bisher. Da hat man Angst. Aber man hat keine Angst, wenn man weiß und sicher ist, es wird besser, graduell. Und derjenige, der sich überhaupt nicht, sozusagen null, mit Ich und Welt identifiziert, der sozusagen schon frei ist, ja, für den ist Tod doch nur das ist sozusagen die Möglichkeit, das letzte Überbleibsel von Unsinn, von Wahngebilden noch von sich zu schütten. So, und Janusoni hat sich das angehört und da er eh schon, sagte das, ein Anhänger des Buddha war, er musste jetzt da nicht überzeugt werden, sondern er wollte einfach nochmal eine Frage präzisiert haben, er wollte etwas nochmal vertieft wissen, fällt in die bekannte Formel: Vortrefflich, Herr Gotama, vortrefflich, Herr Gotama. Gleich wie man, Herr, das Umgestürzte wieder aufrichtet und das Verborgene enthüllt oder den Verirrten den Weg weist oder in die Finsternis ein Licht bringt, damit wer Augen hat, die Gegenstände sehen kann. Ebenso hat Herr Gotama auf mancherlei Weise die Lehre aufgezeigt. So nehme ich meine Zuflucht zum Herrn Gotama, zur Lehre und zur Gemeinde. Als Anhänger möge mich Herr Gotama betrachten, als einen, der von heute ab zeitlebens Zuflucht genommen hat.
So, das war die Lehrrede im Überblick. Ihr könnt dreimal tief durchatmen und dann ja, das mit mir besprechen, was noch offen ist. Oder aus eigenen Erfahrungen vielleicht auch mal berichten. Da ist halt auch mal so ein Punkt, sozusagen in dem Moment dann zu sagen, ach naja, das ist ja nur mein Körper. Ne? Also man, das ist da noch eine Herausforderung. Also ich habe das da noch nicht geschafft, wahrscheinlich gehe ich noch nicht so weit, aber das ist sagen wir, schon schwierig, sagen wir, das in so einer Phase schon zu trennen. Das ist sicher richtig. Das ist eine Frage, A, wie ist man vorbereitet? Und B, wie stark ist die Herausforderung? Ja? Nehmen wir ein Beispiel Zahnarzt. Ja? Also ich gehe gern zum Zahnarzt. Wirklich, ich gehe gern zum Zahnarzt. Da ist auch meistens nicht sehr viel, aber dann weiß ich, Donnerstag, 10 Uhr ist Zahnarzt. Ich kann mich da lange drauf vorbereiten. Und dann weiß ich, es kommt die Situation, da wird da Mund auf und gebohrt und es kommt diese Situation, ihr kennt sie, wo man auf einmal mit den Händen sich so ganz fest an diesen Griffen da festhält. Ne? Aber das ist ein Unterschied, wenn man sozusagen sich dahin entwickelt, sich vorbereitet und weiß, jetzt ist es soweit, 10 Minuten noch, du bist der Nächste und so. Ja? Und das ist für mich immer eine schöne Übung, weil ich dann da richtig umgehe damit und dann gelingt das meistens, was nicht so dramatisch ist, gelingt meistens, ach, da ist Schmerz. Da ist nicht die Situation, ach, ich habe Schmerzen. Ja, das ist ganz besonders. Ob du sagst, da ist Schmerz, wenn du den beobachtest, oder ob du sagst, ich habe fürchterliche Schmerzen. Aber umgekehrt weiß ich natürlich auch, wenn diese lange Vorbereitungszeit nicht ist, am Donnerstag ist Zahnarzt, sondern man tut sich akut weh. Oder der Geist einfach nur, ah, aua, sagt, ja. Weil der Geist lahm ist, der ist untrainiert, mit dieser Situation umzugehen und sagt sofort, ich habe Schmerzen, verdammt normal, muss das sein. Und wenn das sehr stark ist und das Training oder unsere innere sozusagen Vorbereitung schwach ist, ist es ganz selbstverständlich, dass man immer wieder in diese Situation hineinfällt. Aber was mein Beispiel zeigen wollte, dass auch das, was du schilderst, ja eine bedingte Situation ist. Du hast Schmerzen durch den Körper, das sind Körperbedingungen, und du erleidest Schmerzen, weil du nicht genug, wir alle nicht genug geübt sind, damit umzugehen. Das sind die beiden Bedingungen. So, was wir in diesem Leben nicht überwinden können, zunächst ist der Besitz eines Körpers, der bleibt uns. Also von da werden immer wieder auch physische Schmerzen auf uns zukommen. Wir können systematisch trainieren die andere Seite davon. Wie gehe ich damit um? So, und das weiß man ja, dass manchmal einem ein kleiner Schmerz zur Weißglut bringt und manchmal man mit relativ starken Schmerzen umgehen kann. Das zeigt, dass es immer eine Frage des Verhältnisses ist. Das wäre auch das Thema heute Abend, ja. Welche Phänomene tauchen auf und in welchem Verhältnis stehe ich zu ihnen? Und die Grundaussage, die der Erwachte immer trifft, zu allem, das bin ich nicht, das gehört mir nicht, das ist mir kein Selbst. Würde es uns gelingen, das nicht nur als Gedanken nachzureden, sondern als geistige Haltung immer 100%ig präsent zu haben, das bin ich nicht, das gehört mir nicht, das ist mir kein Selbst, da kann passieren, was will. Dann ist immer, was da passiert, draußen. Irgendwo so ein Objekt ist Teil der Welt. Nur gut. Aber es ist nicht Teil von mir, es ist nicht ein Ich. Und das ist unsere Aufgabe in diesen beiden Polen, ja, uns immer mehr sozusagen in die richtige Richtung zu bewegen. Immer mehr das, was wir normalerweise als Ich und Mein empfinden und definieren, als Phänomene zu definieren, die es gibt. Und auch ein Schmerz ist ja zunächst mal nur ein Schmerz, ist ja nur ein Schmerz, was sonst, ja? Also ich deute jetzt nur an, in welche Richtung das geht, aber wir sind uns einig, das ist nicht eine Frage jetzt eines heroischen Beschlusses, ab morgen wird das alles gut, ja? Sondern das ist eine lange Übung. Ich gebe ein Beispiel. Nicht? Der Adimutto ist der ein Mönch, der schon ein bisschen weiter war. Und der war irgendwie mit seinen Kumpanen da im Wald unterwegs und wurde von irgendwelchen Räubern
überfallen. Und die haben da angefangen, ihn zu massakrieren. Ja? Und der war soweit. Das ist doch Körper, was ist Körper? Festes, flüssiges, das haben wir schon gehört vor ein paar Monaten. Was ist Körper? Festes, flüssiges, bewegtes, temperiertes. Das ist Körper, mehr nicht. Ja, die verblüfften waren die Räuber sozusagen, die gedacht haben, der muss doch jetzt in Angst und Schrecken fallen, wenn wir die Folterwerkzeuge zeigen. Da muss er doch blass werden und in die Knie gehen. Nee, aber der hatte eine ganz andere Haltung. Und da waren diese Gangster so verblüfft, dass sie sozusagen völlig konsterniert ihre Rolle aufgeben mussten, weil das einfach nicht funktioniert hat. Ja? Der Partner hat dann nicht mitgespielt. Er sagt, okay, ja, bitte, mach. Und da waren die ausgebremst sozusagen. Ja? Das ist ein Extrembeispiel. Und ihr kennt vielleicht die eine Stelle, wo der Buddha sozusagen auch seinen Spezialisten empfiehlt, sagt, jetzt nochmal Räuberbeispiel, das ist auch ein Gleichnis. Wenn euch da Räuber überfallen und euch mit einer Säge jedes Glied des Körpers einzeln abtrennen und ihr auch nur einen unguten Gedanken habt, dann habt ihr nicht verstanden, um was es geht. Übt gegenüber diesen Menschen Metta, Wohlwollen, ja? Liebt sie sozusagen. Unser Lachen zeigt, dass das ein bisschen entfernt ist von unserer Alltagswelt. Ja? Aber vieles ist heute fern von unserer Alltagswelt, was ich sage euch das, ja, was irgendwann so normal und selbstverständlich ist, dass wir uns wundern, dass das nicht immer so war. Das ist jetzt ein Fernblick. Aber das ist nötig, dass wir immer mal wieder diesen Fernblick haben auf Entwicklungsmöglichkeiten, dass wir uns nicht mit dem Klein-Klein von Dhamma zufrieden geben, sondern wissen, wohin das einmal gehen kann, dass wir dann wissen, wo wir im Moment sind, wo wir stehen und uns einfach auf den Weg machen. Mehr brauchen wir ja gar nicht. Man muss ja nicht morgen ankommen. Man muss sich auf den Weg machen und dranbleiben. Und dass sich das lohnt, ist doch, glaube ich, heute deutlich geworden. Würden wir vor all den vier Elementen, die ich vorgelesen und vorgetragen habe, ein Stück vorankommen, würde das bedeuten, dass die Angst vor dem Tod, die uns alle im Nacken sitzt, jetzt im Moment, auch wenn wir das vielleicht gar nicht bewusst haben, das wird weniger. Und das sollten wir vielleicht nochmal uns auch vor Augen führen. Vielleicht haben wir den Eindruck, dass wir jetzt im Moment keine Angst vorm Tod haben. Und doch ist sie da. Ja, das ist eine permanente Grundspannung, weil wir in unserem Leben über Jahrzehnte hinweg erfahren haben, welche Gefährdungen dieser Körper haben kann. Aus allen Ecken kann irgendwo was passieren. Das heißt, es ist immer die Grundspannung, hoffentlich passiert nichts, hoffentlich ist da nichts irgendwo im Schwange, was mir irgendwie ans Leder will, was meinen Körper, was meine Gesundheit, was mein Wohlgefühl in Gefahr bringt. Deshalb sind wir so mies drauf. Ja, deshalb sind wir so drauf, wie wir drauf sind. So halb ängstlich, so missmutig, so ein bisschen. Wir kennen uns nur so, das ist das Schlimme dabei. Ja? Hätten wir all diese vier Dinge völlig beiseite getan, wir würden jetzt halb schweben, so, weil vieles an Belastung, was uns permanent drückt, ohne dass wir das wissen, weg ist. Deshalb die Übungen, um zu merken, wie gefangen wir im Moment sind und dass jeder Schritt, sich zu befreien, in diese Richtung zu gehen, ein Stück von innerer und äußerer Erleichterung ist. Was haben wir noch? Du hast irgendwann gesagt, wie sieht denn so einer aus, ja, der keine Angst hat vorm Sterben, weil er eben diese Wahrheiten durchschaut und für sich in Anspruch nimmt, eben da, sich darüber hinaus entwickelt zu haben. Und mich würd interessieren, also wie sieht denn so einer aus, ja? Wie merkt man denn jemandem an, dass er diese Sachen für sich erledigt hat? Bin ich überhaupt als jemand, der das eben nicht erledigt hat, in der Lage, das wahrzunehmen? Also kann ich das überhaupt wahrnehmen, weil ich bin ja nicht so weit, ja? Und bin ich aufgrund meiner eingeschränkten Möglichkeiten, Fähigkeiten überhaupt in der Lage, das zu sehen? Also würde ich so einen Buddha erkennen?
oder nicht? Oder ich meine, dann gibt es vielleicht Zwischenstufen, Leute, die 2 Punkte erledigt haben von den 3 oder so. Wie kann man das, also wie sieht denn so einer aus? Ja, ich guck gerade mal rum jetzt. Ob heute einer da ist. Ich will jetzt keinen Namen nennen, weil sich dann andere zurückgesetzt fühlen. Ich glaube, einen Hinweis gibt es doch, wenn man Leute in Alltagssituationen beobachtet. Ja? Also du fährst im Auto, 4 Leute sitzen im Auto und dann kommt da einer von rechts geschossen. Was passiert denn da? Ja? Oder man bremst. Ja? Nur das ist jetzt ein ganz banales Beispiel, aber daran sieht man, wie jemand ein Stück distanziert ist oder in Panik gerät wegen der ersten Falte da. Du hast da so eine kleine Falte da. Hast du da schon Panik gehabt? Ja? Also an solchen Dingen kann man sehen, in Reaktionen, ob jemand über den Dingen steht oder wie das Blatt im Wind sich bewegt. Wenn der Wind von rechts kommt, bewegt man es nach links und umgekehrt auch. Ja? Allerdings muss man auch dazu sagen, dass diese Dinge oft sehr tagesformabhängig sind. Manchmal ist man ja wirklich souverän, denkt, Menschenskind, was ist mit dir los? Das war ja heute der große Durchbruch. Du hast den Durchbruch gehabt. Das bringt ja heute überhaupt nichts aus der Ruhe. Endlich hast du es geschafft. Das ist nicht mehr Gleichmut irgendwie. Mensch, so muss der Buddha gewesen sein. Und dann kommt man nach Hause, macht einen Briefkasten auf. Na, der schon wieder. Ja. So, also wir sind schwankend in all diesen Dingen. Wir sind nicht so monolithisch, sondern wir haben innere Auf und Abs. Manchmal geht es sehr gut und manchmal ist es eine kleinste Kleinigkeit, die uns aus der Bahn bringt. Das sollte man auch wissen, dass man nicht das Gefühl hat, Menschenskind, jetzt übe ich das schon so lang und ich kann es heute schlechter als vor 3 Jahren. Das sagt nichts, weil diese Entwicklung da auch, weiß ich, immer wieder hin, keine so lineare ist. Sie geht einfach so in Auf und Abs, in Wellenbewegungen, aber es geht tendenziell immer nach oben. Und das Entscheidende, wenn man die Bedingungen, über die wir heute gesprochen haben, wenn man die nach und nach beseitigt, da kann einer mit der Säge kommen und kann dann anfangen und sagst du höchstens, mach keine Flecken hier auf dem Boden, das geht schwer aus dem Teppich raus. Also die geistige Wachheit und Klarheit ist da. Aber was es bedeutet, einen Buddha zu sehen oder zu begreifen, man kann nur das begreifen, wo man sozusagen ist. Ja, alles andere ist sozusagen das Schließen aus Verhaltensweisen, wo dann unser Geist sagt, ja, das könnte in diese Richtung gehen. Aber nur ein Buddha erkennt einen Buddha sozusagen. Auch ein Heiliger kann keinen Buddha letztlich erkennen, sozusagen in der ganzen Fülle und Breite. Nach unten in der Hierarchie, sage ich mal, kann man schon sehen, wo wer ist. Aber was über die Entwicklungsmöglichkeiten von einem selbst hinausgeht, kann man nicht erkennen. Allenfalls sekundär, aber nicht unmittelbar intuitiv erfassen. Deshalb ist der Buddha, der uns begegnet ist, schon so oft. Ja? Das ist unser Buddha, das sind wir. Wir projizieren unseren Buddha sozusagen in die Texte hinein, in unser Verständnis hinein. Aber wie der Buddha wirklich ist oder war, das begreifen wir erst dann, wenn wir fast an dem Ausgang sind. Ja? Das geht gar nicht anders. Im Laden hat er sich erst gemeldet. Es gibt nicht seine richtigen Bhakatya. Das Christentum nochmal. Mich würde interessieren, wie du das siehst aus buddhistischer Sicht. Wenn Jesus vor dem Sterben sagt, lass den Kelch an mir vorbeigehen und am Kreuz vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, beziehungsweise dein Wille geschehe. Wie würdest du das aus buddhistischer Sicht interpretieren? Ich habe vor längerer Zeit einen Grundsatz mal gefasst, ja? Nichts mehr über das Christentum zu sagen. Das hat einen Grund, ja. Ich habe das bei mir beobachtet, dass man immer so diese Vergleiche macht. Ja, und bei uns ist alles gut. Und dort sind noch die Mängel. Na, da ist man leicht dabei. Und das ist so eine Frage, die so in die Richtung geht, wo man leicht provoziert sein könnte, eine entsprechende Antwort zu geben. Ich möchte das nicht geben. Ja. Aus dem einfachen Grund,
ich kenne die buddhistischen Lehren ein bisschen. Das Christentum sozusagen vom Hören sagen. Ja? Und ich weiß jetzt nach langjähriger Erfahrung mit den buddhistischen Lehren, wie tief und weitgehend die sind. Und ich will nicht von der oberflächlichen Sicht auf das Christentum jetzt darüber was sagen. Ja? Vielleicht mache ich den Fehler das nächste Mal wieder. Aber im Moment, heute bin ich wach und sage im Laden, gute Frage, aber lassen wir auf sich beruhen. Ich sage dann wieder was, wenn ich in beiden Positives sehe und sage, das ist da wunderbar und das ist da wunderbar. Ja? Das ist sozusagen es ist fairer, glaube ich, wenn man etwas nicht beurteilt oder sich zurückhält, wenn man sich nicht wirklich auskennt. Und ich merke immer mehr, wie wenig ich mich im Christentum auskenne. Keine Ahnung. Ja. Du? Ja. Ich wollte nochmal auf die Frage davor zurückkommen, wie man das erkennen kann oder ob man das erkennen kann, dass jemand schon Bruder ist oder weiter ist. Also ich bin noch keinem begegnet, aber so kleinen Bruders schon. Und das merkt man, wenn man Menschen kennt und jeder kennt ja jemanden, der gestorben ist. Also in der Familie oder im Freundeskreis. Und wenn man Menschen begleitet beim Sterben, dann erkennt man es ganz, ganz deutlich. Also das sind manchmal so ganz banale Sachen, wie eine ganz alte Frau, die gestorben ist und die einfach dann war ganz, ganz friedlich, auch Wochen davor, die dann einfach gesagt hat, Anilein, was kommt, das geht. Und da war ich wirklich total beeindruckt und das war für mich ein kleiner Bruder oder ein Freund von mir, der gestorben ist, hat 3 Tage vorher, habe ich ihn gefragt, ob er, weil er ja jetzt schon viel weiter ist als ich, ob er mir was mitgeben kann oder ob er mir nachgeben kann. Und bei ihm war es so, dass er ganz, ganz lange gebraucht hat, noch während der Chemotherapie, um wirklich loszulassen. Er hat sehr gekämpft und wurde nochmal richtig böse, wollte seiner Frau nochmal eins auswischen, seine Ex-Frau, damit die das Geld von ihm nicht kriegt. Aber der hat wirklich, und das fand ich sehr beeindruckend, in den letzten 2 Wochen hat er eine 180-Grad-Wende gemacht. Das war toll, sie zu erleben. Und der hat mir dann einen ganz praktischen Rat gegeben, 3 Tage bevor er gestorben ist. Der hat gesagt, ich mache einfach jetzt schon einen kleinen Umbruch. Ne? Stell dir einfach vor, dein Handy ist weg oder verschenkt und schreib dir nicht vorher auf oder speichere es nirgendwo, was da alles drin ist, ein Telefon oder was weiß ich, was für Nachrichten oder so. Wenn du das hinkriegst, nicht auszuflippen, wenn dein Handy weg ist, dann bist du auf dem guten Weg. Und er hatte mit Buddhismus überhaupt nichts am Hut und mit Christentum auch nicht. Der hat es einfach bei sich selber zu erfahren. Und also ich denke, man muss noch nicht mal einen richtigen Bruder treffen. Und das reicht, wenn man so ganz, ganz viele so kleine Begegnungen hat und da immer ganz viel von lernen. Das sind sicher schöne Beobachtungen, ja. Und wenn wir unseren Text von heute nochmal Revue passieren wollen, da kommt das Wort buddhistisch ja auch eigentlich nie vor. Ja? Sondern der Buddha erklärt nur, wie die Dinge sind. Und erinnern wir uns an einen zentralen Begriff, der im buddhistischen Durst genannt wird. Ja? Das ist das Sinnbild für Verlangen, für Wünschen, für Habenwollen. Und das ist das Kriterium, wo jemand viel will, viel braucht, viel haben muss, ist er weit von Buddhaschaft entfernt. Und wenn einer nichts mehr will, nichts mehr braucht, nichts mehr für sich begehrt, nichts mehr, dann ist er ein Befreiter. Und das sieht man im Sterben, ja? Ob da noch einer klammert. Der Körper ist eigentlich schon tot. Und trotzdem kann der Betreffende nicht sterben, weil er immer noch hängt und klammert. Das ist Ausdruck von Durst, von Verlangen. Und wenn einer, wie es heißt in den Texten, manchmal lebenssatt stirbt. Ja, jetzt ist es soweit. Wer geboren wird, stirbt. Ist soweit. Also dieses Hängen, das Klammern, das Begehren nicht da ist, dann kann man das erkennen. Oder ist das ein Beispiel dafür? Aber täuschen wir uns nicht. Ja? Ich habe ja vorhin von Schwankungen gesprochen. Du hast ja auch von Schwankungen gesprochen, von Veränderungen. Und täuschen wir uns auch nicht, wie subtil oft das Greifen da ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass man auf dem Sterbebett an seinem Auto kein Interesse mehr hat. Oder Handy, was soll das?
Oder das Update von Microsoft so und so. Ja, das ist bedeutungslos in so einem Moment, was man vielleicht vorher am letzten Tag, in den letzten Wochen noch sehr beschäftigt hat. Ja? Aber ich sagte ja, das ist ja eine Totalenteignung, eine Totaloperation, die da geschieht. Was da auf der subtilen Ebene immer noch an Ergreifen und an Wünschen da ist. Und warum kommt es denn zu Fortexistenz, zu Wiedergeburt? Selbst bei Menschen, die ganz friedlich mit diesem Sterbeprozess umgehen. Warum kommt es denn doch zur Fortexistenz? Ja, weil diese starken Kräfte in uns noch da sind, die leben und erleben wollen. Die sich schon deutlich machen, dieses grobe Instrument ist jetzt verbraucht, ich lebe es ab, ich lege es ab. Aber die Suche nach neuen Verkörperungsmöglichkeiten ist da. Das ist doch der Grund, warum wir trotz des unendlich vielen Leidens, das wir in anfangloser Zeit schon erlebt haben, immer noch da sind. Weil diese Kräfte so stark sind. Weil dieser Automatismus nach den Dingen zu greifen so stark ist. Selbst wenn unser Geist sagt, alles ist letztlich wertlos. Der Erwachte sagt, kein Ding ist letztlich der Mühe wert. Okay, unterschreibe ich. Und trotzdem in der nächsten Sekunde greifen meine Augen nach Sichtbarem, meine Ohren wollen hören, mein Geist will sich was denken und vorstellen. Also diese Kräfte, die in uns wirken, die sollten wir nicht unterschätzen, die sind sehr stark und deshalb sollte unsere Hauptaufgabe auch nicht sein, die nun zu eliminieren, sondern unsere Hauptaufgabe sollte sein, diese Kräfte erstmal in eine vernünftige Bahn zu lenken. Erstmal ins bessere, ins hellere, ins gehobenere Niveau sozusagen, um von da an die nächsten Übungsschritte zu gehen. Ich bin mal geneigt zu denken, irgendwie geht es ja dann mit mir auf eine andere Art und Weise mit einem anderen Körper weiter. Aber was ist eigentlich, weil mit mir geht es ja eigentlich nicht weiter. Oder wie kann man da auf der Suche nach einem Input? Werde ich jetzt auch nicht beantworten, weil ich gerade einen ganz langen Text schreibe, genau zu dieser Frage. Weil unter Buddhisten es zwei Antworten, nein, es gibt buddhistisch gesehen drei Antworten zum Thema Tod. Die einen sagen, Minderheit, alles ist vorbei. Schluss, aus, Fenster zu, Rollladen runter, Ende. Das ist eine Minderheit. Und ich sage, das ist eigentlich eine westliche Sicht, eine materialistische Sicht, die ins Buddhistische hinein projiziert wird. So, dann die zwei anderen Lager sagen, es geht weiter. Und die Schlauen sagen, der Buddha hat auch die fünf Kanda gelehrt, nicht? Anatta-Lehre. Das Nicht-Ich. Wie kann sich da ein Ich sozusagen wieder inkarnieren? Das ist doch Quatsch. Also, mit mir geht es zu Ende, aber es geht weiter. Diese Dynamik der fünf Kanda, die Dynamik der fünf Daseinsfaktoren, die formen irgendwann ein neues Ego, eine neue Person. Ist richtig. Aber ich sage, es gibt genauso die Positionen, die ist genauso richtig. Es geht mit mir weiter. Warum? Wir alle sind doch in der verblendeten Situation zu glauben, ich lebe in der Welt. Und solange diese Verblendung nicht aufgehoben ist, ist sie auch im Tode nicht aufgehoben. Das heißt, der Erlebensprozess im Tode ist und nach dem Tode ist immer noch der Erlebensprozess Ich und Welt. Also wer jetzt verblendet ist, und das sind wir alle, erlebt sich jetzt in einer Umwelt. Und ich sage, er erlebt sich auch nach dem Tod, als ich in einer Umwelt. Und wer jetzt völlig klar ist, erlebt hier keine Personen, keine Welt, sondern nur das Spiel der fünf Daseinsfaktoren. Und er erlebt dasselbe auch im Tod und nach dem Tod. Ja? Also der Buddha lehrt diese zwei Ebenen, die der relativen Wahrheit, und da heißt es geht mit euch und uns nach dem Tod weiter. Wo diese relative Wahrheit noch verblendet wird. Und absolut gesehen, von der absoluten Ebene gesehen, gibt es Individuen, Personen, Ichs, jetzt schon nicht. Wie könnten die nach dem Tode weitergehen? Ne? Jetzt war es doch eine kurze Antwort, aber ihr habt die Richtung zumindest gesehen, in der man das sehen muss. Und mein großes Anliegen ist, diese buddhistischen
Positionen ein bisschen zu versöhnen, weil sie beide richtig sind und auch beide von dem Buddha so gelehrt werden, nur auf unterschiedlichen Ebenen des Tiefblicks. Ja? Bitte. Gibt es Meditationsformen, die das Loslassen erleichtern können? Es gibt einen ganz berühmten Anhänger des Buddha, Anathapindika heißt er. Und Anathapindika war auch einer der ganz strengen, sozusagen. Er war ganz nah dran an der Übung, lange Zeit dem Buddha nachgefolgt, aber auch ein großer Sponsor des Ordens. Und dem passierte genau das, was hier beschrieben ist. Eines Tages wurde er sehr krank. Was macht er? Holt sich jemanden, der ihm sozusagen in dieser Stunde hilft, ihm eine Meditationsanleitung gibt. Was soll ich jetzt machen? So, und der große Mönch Sariputta wird geholt und kommt auch und er fragt Anathapindika, wie geht's dir? Ah, oh, schlecht. Nehmen die Schmerzen zu, nehmen sie ab. Sie nehmen zu. Was soll ich tun? Und dann sagt Sariputta, nicht, mein Auge soll an nichts haften. Mein Ohr soll an nichts haften. Dein Geist soll an nichts haften. Und so zählt Sariputta alle möglichen Dinge an, die in dieser Welt zur Erfahrung werden können. Ja? Sagt immer, lass es sein. Häng nicht dran, greif nicht danach und lass es einfach vorüberziehen. Wirklich die ganze Palette von Möglichkeiten, wo man sich identifizieren kann in dieser Existenz, zählt Sariputta auf und sagt immer dazu, lass deinen Geist da nicht hingreifen, identifizier dich nicht damit, lass dich nicht ein. Und am Ende ja, fängt Anathapindika an zu weinen. Sagt Sariputta, was ist los? Warum weinst du, wenn die Schmerzen stärker? Nein, sagt er, ich weine deshalb, weil ich eine so tiefe Lehrrede überhaupt noch nie gehört habe. Also so eine tiefe Anleitung habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Und da sagt sie, Sariputta, ja, das ist so. Weil der normale Hausmensch, wie wir alle sind, dafür gar nicht reif ist für so Dinge. Ja, wir können doch uns nicht sagen, lass alle, geht raus jetzt und lass alles los, alles komplett, was immer sozusagen auftaucht. Dazu ist der Weltmensch nicht reif, der muss andere Dinge tun. Aber in dieser Situation der Sterbestunde, wo der Geist einmal ganz anders war, wo er nicht mehr in der Welt sozusagen verhaftet war, sondern war offenbar für andere Dinge, und da hat Anathapindika diese Dinge sozusagen ganz direkt und ganz tief angeleitet. Und im Grunde sind alle buddhistischen Lehren die Lehren, die in diese Richtung gehen. Schon die ethischen Regeln gehen dahin. Ergreifen, ja, aber eben unter bestimmten Bedingungen, ohne dass man die ethischen Maßstäbe missachtet und diese ethischen sozusagen Regeln missachtet. Das ist der Beginn von Loslassen. Nicht ergreifen, wie es einfach so in mir will, ja? Sondern sich Grenzen setzen. Und das, was ich zum Schluss mit Anathapindika sagte, ist am Ende dieser ganzen Reihe von Übungen. Und es gilt auch immer mal der Gedanke, den ich vorhin erwähnt habe. Einfach auf der reflektiven Ebene, das gehört mir nicht, das bin ich nicht, das ist nicht mein Selbst. Einfach die Erinnerung daran. Was mir jetzt so unglaublich wichtig erscheint in dem Moment, dafür gilt, das bin ich nicht, ist nicht mein Selbst, gehört mir nicht, hat mit mir nichts zu tun. Ja? Es gibt viele, viele Facetten. Ja, stimmt. Es gibt ja eine Möglichkeit zur Meditation mehr auf den Punkt, den du als letztes angesprochen hast. Also da finde ich es etwas einfacher. Da habe ich selbst auch immer Erfahrungen gemacht, die schon ganz lange zurückliegen, eigentlich mit Buddhismus eigentlich noch gar nichts zu tun hat. Also dieses, was du sagst, dass man mit einem guten Gewissen leichter sterben kann. Und ich denke, das kann man schon üben.
also oder mal gucken. Ich weiß gar nicht mehr, das war damals eine Situation in einer anderen Situation mit einem ehemaligen Mönch war das eigentlich. Und der hat eine Meditation angeleitet, wo er gesagt hat, stell dir mal vor, du stirbst heute. So. Und ich bin damals in der Verfassung gewesen, wie du selbst sagst, mit den Tagesverfassungen, in der Verfassung gewesen, wo ich da irgendwie ganz tief reingegangen bin. Und da habe ich sofort gemerkt, sofort kommt der Gedanke, bin ich mit allen im Reinen? Habe ich mit irgendjemandem noch was offen? Habe ich jemandem was getan? Und ich habe so gemerkt, ja, weil ich davor schon, hat was mit meiner Geschichte zu tun, so gelernt habe, dass eigentlich man mehr Ruhe kriegt, wenn man nicht mehr mit den Leuten im Streit oder im Kampf oder wenn man keine Feinde versucht mehr zu haben, dass es einfach viel angenehmer ist. Und da habe ich irgendwie dann gedacht, ja, das ist in Ordnung. Wenn ich heute sterbe, sterbe ich heute. Also es war in der Situation nicht angstbehaftet, aber wirklich nur aufgrund dessen, dass ich dieses Gefühl hatte, ja, da ist nichts offen im Moment. Das Einzige, was ich weiß, was mich damals etwas bedrückt hat, war so dieses, die ich zurücklasse. Nicht, aber jetzt weniger das Greifen, sondern eher dieses, die werden so leiden, dass ich nicht mehr da bin. So dieses. Und das ist ja eigentlich auch das, also das empfinde ich auch so im Leben. Schlimmer, nicht der Gedanke an den eigenen Tod, sondern der Gedanke an den, den man liebt. Ja. Ich meine, das ist ein ganz weites Feld. Ich sagte ja heute zu Beginn schon, dass ich von dem großen Komplex Totensterben jetzt mal einen Aspekt raushol, den Aspekt der Todesfurcht. Was anderes hast du jetzt genannt, sozusagen Umgang mit Menschen, die sterben, ja, oder sozusagen die ganz anderen Felder, Umgang mit Trauer und all diesen Dingen, was da mit dir eng zusammenhängt, wo wir sicher die nächsten 3 Jahre jeden Monat einmal uns mit so einer Facette beschäftigen können. Also wir haben das ja mal an einer Ecke jetzt angetippt, aber nicht wirklich tief ausgelotet, sondern nur die Prinzipien da mal dargestellt. Und ich will noch ergänzen zu dem, was du sagst, diese Übung, von der du gesprochen hast, ist ja in der Tat ein Teil der Satipatthana-Übungen, nicht? Also der Körperbetrachtungen, die aber, wie gesagt, eher für Fortgeschrittene gedacht ist, keine Anfängerübung an sich ist, die visuelle Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod und dem eigenen körperlichen Verfall. Und da gibt es ja eine Lehrrede, wo das genau beschrieben ist, wie man also visualisiert, wie eine Leiche da liegt, ja, wie diese Leiche sich verändert im Laufe der Zeit, wie sie zerfällt, wie sie erst unansehnlich wird, wie sie dann zu Staub am Ende zerfällt. Das soll man kann man visualisieren und dann am Ende immer sich klar machen, du bist genauso. Das ist, was mit dir einmal passieren wird. Ja, also ein schrittweises Vertrautwerden mit dem Phänomen, dass wir sterben müssen, wissen wir alle. Dass ein Leichnam zerfällt, wissen wir auch alle. Aber trotzdem, wenn man sowas dann sieht, ja, und dann noch auf sich bezieht, ist eine ganz andere Sache. Deshalb, weil diese Identifikation noch sehr stark ist. Und diese Betrachtung, diese Leichenfeldbetrachtung, wie sie heißt, soll eben diese Identifikation Schritt für Schritt aufheben. Das bist du, das ist Materielles und Materielles zerfällt, mehr nicht. Aber dazu braucht es Vorlauf, das einfach so zu machen oder intensiv zu machen, ohne dass da eine Basis dafür ist, ist natürlich schwierig und wird nicht den Erfolg haben. Ich habe 2 Fragen. Die erste Frage bezieht sich auf die, es wird immer über Fragen gesprochen. Und Sie haben gesagt, auch diese höhere Kaste. Und es ist nicht zu den Weltmensch gekommen oder dem Weltmensch darf man alles verpassen. Das ist die erste Frage. Das habe ich noch ich habe es nicht ganz verstanden. Der Weltmensch darf sterben, so wie es ist, dann ist er. Oder er ist ihm selber hinter. Er kann nur Brahman denken, sondern er hat Angst. Weltmensch funktioniert vielleicht nach anderen Wegen.
Das ist die Frage. Die zweite Frage ist, darf man, hat man Recht, mit Leuten, die im Sterben liegen und selber mit sich selber im Reinen sein wollen und, oder die gehen diesen Prozess durch, darf man da helfen, beeinflussen oder hat man das Recht, darin was zu machen? Die Frage ist basiert auf die, ich habe Freundschaft mit einer Frau, sie ist 88, hat sehr interessantes Leben gelebt, wohlhabend, keine Probleme gehabt und sie genoss ihr Leben und sie genießt es jetzt auch. Und sie fängt an so zu sagen, ich habe ein gutes Leben gelebt und man sieht, dass sie ungern sterben wird. Sie ist darin geblieben. Aber wenn sie sagt, ich sterbe bald oder das brauche ich nicht, dann weiß ich nicht, wie ich reagieren soll. Ich weiß nicht, ob ich das Recht habe. Und sowas blöd zu sagen, du wirst uns bis 120 schaffen. Einfach zu sagen, dass mir fehlen, ist das auch nicht gut, weil die Menschen darauf geht. Sie ist schon mit den Gedanken fertig. Ja. Oder sowas. Darf man selber als Unerfahrene, sagen wir junge, vor dem Leben, sowas beeinflussen oder überhaupt mit dem Menschen kommen? Also ich fände es schade, jetzt 3 von 9, ja? Ja, 3 von 9 diese Fragen anzusprechen. Weil es geht ja jetzt in den Bereich der Sterbebegleitung, sage ich mal. Und da fände ich es besser, wenn wir sagen, okay, in einer der nächsten Runden machen wir das mal zum Thema, dass ich dann auch mal entsprechende Texte mitbringe. Es gibt eine ganze Reihe von auch konkreten Beispielen. Da stirbt jemand und einer ist dabei und spricht mit dem, entsprechend mit dem Sterbenden und gibt ihm Hilfe. Das wird auch mal Beispiele sehen, jetzt nicht so kurz vor Toreschluss einfach jetzt 3 Sätze dazu sagen, sondern das mal ein bisschen gründlicher betrachten, weil es ja auch etwas ist, was in unserem Leben entweder eine Rolle spielt oder eine Rolle spielen wird. Denn nicht nur wir selbst sterben, sondern um uns herum werden wir immer wieder erleben, dass Menschen von uns gehen. Also auch die Frage, wie geht man damit um? Ja, auch die Frage Trauer, das ist ja nochmal eine andere Frage. Wie gehe ich mit Verlust um? Also es wäre mein Vorschlag, dass wir das einfach mal ein bisschen thematisiert und nicht einfach in 3 Sätzen drüber hinweggeht. Aber die erste Frage, muss ich gestehen, die habe ich nicht verstanden. Wenn sie eine verstanden hat, unter euch dann... Brahmane, ja? Der Liebesgewissen hat oder nicht, bezieht sich das dann auch so auf den normalen Menschen, der nicht eben ein Priester oder auf der Brahmanenkaste ist. War das so? Achso, ja, das ist relativ einfach zu beantworten. In dem Falle ist der Brahmane ein ganz stinknormaler Mensch. Ja? Er ist ja kein Priester, er ist nicht Brahmane als in seiner Funktion, sondern ist Brahmane, weil er in diese Kaste geboren ist. Und die Tatsache, dass er zu dem Buddha kommt und diese Frage stellt, zeigt ja, hör mal, ich bin einer von vielen, ich habe die Auffassung, sag mir Buddha, wie das ist. Und die Gesetzmäßigkeiten, die der Buddha da nennt, die gelten für alle. Er sagt nun immer, weil es die indische Höflichkeit verlangt damals, im Gespräch immer wieder, und so, lieber Brahmane, ist das. Und so, lieber Brahmane, ist das nicht. Das ist einfach ein bisschen eine Frage der indischen Mentalitäten, des indischen Sprachgebrauchs, aber nicht eine Frage jetzt, ob jetzt speziell dieser Brahmane davon betroffen ist und andere nicht. Und das ist eine generelle Aussage, die hier getroffen wird. So, eine Wortmeldung hatte ich noch. Du hast dich gemeldet, ne? Ja, aber es ist dann wahrscheinlich auch schon wieder mit in einem anderen Bereich, weil diese Angst vom Sterben ganz nahe der Angst vorm Altwerden bei uns ja ist und vom Verfall quasi und vor Schmerzen und so. Und ich hatte das Glück, dass ich schon, bevor ich das erste Mal schwanger wurde, schon so ein bisschen den Weg gegangen bin, zumindest so ein klein bisschen schon in die Richtung gespannt bin. Ich muss sagen, das war die allerbeste Übung, die ich haben konnte in meinem Leben. Nämlich mal alt zu sein für ein paar Monate und zu wissen, ach Gott, dann mach es aber wieder besser. Mhm. Oder mal richtig Schmerzen zu haben und zu sagen, ja okay, was ist mal richtig Schmerzen, aber es ist vorbei. Es ist ja, in dem Fall ist es eine tolle Übung, wenn ich die eine Frau haben kann,
mal schwanger zu werden mit so einem Bauch, x Kilos, geschwollenen Beinen, Schmerzen im Rücken, Sodbrennen, alle möglichen Sachen mal rumzulaufen und zu sagen, ja, so wird es mal sein oder so ähnlich. Oder eben mal, wie gesagt, das zu erleben und sagen zu können, okay, aber danach ist wahrscheinlich das Kind weg. Ja, da können wir Männer nicht mitreden jetzt. Also schon über, weil die wird gratis sozusagen von der Natur verschenkt. Naja, eines gilt für alle. Alter, Krankheit, Tod. Und die kann man in allen Varianten erkennen. Wir haben ja den einen Tod erlebt. Das Handy ist nicht mehr da. Ja? Das ist ein partieller Tod. Welt ist ein Stück weit weg. Ist gestorben. Ja? Und das kann man hochrechnen. Oder wenn eine Körperfunktion ausfällt, man kann sich nicht mehr so bewegen wie früher, irgendwas funktioniert nicht mehr so wie früher. Ja? Ein Stück gestorben. Und je nachdem, wie dosiert es kommt, können alle diese Erfahrungen zu Übungen werden. Und ich denke, genau darauf zielt es hin. Ja? Nicht jetzt den großen Schlag zu probieren, ab heute oder besser ab morgen, ja, kein Mein mehr, kein Ich mehr, sondern punktuell, wo diese Frage auftaucht, sich damit auseinanderzusetzen. Ja? Und Altern, was ist ein Altern anderes, als immer einen kleinen Schritt auf Sterben zuzugehen? Altern ist ja graduelles Sterben. Ja? Veränderung in Richtung auf die ganz große Veränderung. Und Altern fängt übrigens nach dem Buddha nicht an ab 40 oder so. Sondern Altern fängt ab im Moment, wo man geboren ist. Da fängt der Alterungsprozess an. Weil von da an die Lebenskraft kontinuierlich und unaufhaltsam weniger wird und zu Ende geht. Das heißt, mit diesen Dingen sind wir permanent konfrontiert. Und wenn wir das im Alltag zur Übung machen, dann sind wir eher gerüstet für diese Endabrechnung, die dann mal steht. Deshalb, letzter Punkt in dieser Aufzählung war ja, sich Klarheit verschaffen. Und Klarheit heißt nicht nur drei Bücher lesen, ja? Klarheit heißt, in diese Übung hineingehen, so vertraut werden mit diesen Dingen. Denn was ich 60 Jahre vor mir herschiebe, kann ich kurz vor meinem zeitlichen Ende dann nicht mehr nachholen. Das ist ein Lern- und Übungsprozess, der ab jetzt beginnt. So. Jetzt haben wir eben begonnen. Okay, dann haben wir noch 5 Minuten.